heute Joachim Stange-Elbe zu Gast, Dozent für Musikwissenschaften, der sich schon sehr lange mit elektronischer Musik auseinandersetzt. Und er wird über seine Arbeit mit Friedrich Gauwerki berichten, der, mit dem er ein Konzert gibt, das Violoncello in der Auseinandersetzung mit elektronischer Musik. Und darüber wird er ein bisschen erzählen. Wie ist es zu der Zusammenarbeit mit Friedrich Gauwerki gekommen? Zu der Zusammenarbeit mit Friedrich Gauwerki kam es über das Forum Neue Musik, das an der Christianskirche, auch bekannt unter dem Namen Klopstockkirche, in Hamburg-Ottensen angesiedelt ist. Milo Lohse, der das Forum Neue Musik leitet, hat mich letztes Jahr gefragt, ob ich nicht Lust hätte, den elektronischen Part in diesem Konzert zu übernehmen, und hat das Friedrich Gauwerki vorgeschlagen. Wir haben uns daraufhin zusammengesetzt und haben im November eine kleine Probe in der Kirche gemacht, um uns persönlich kennenzulernen und auch um die Werke, den Raum und das Zusammenspiel zwischen Cello und Elektronik kennenzulernen. Und wir haben gemerkt, dass das zusammen funktioniert hat und werden jetzt am 23. Januar das Konzert zusammen bestreiten. Für viele Orchestermusiker, klassische Musiker, ist ja die Auseinandersetzung mit Elektronik nicht so vertraut. Für die ist es ja ein bisschen schwierig, sich darauf einzulassen. Wie ist das Verhältnis von Friedrich Gauwerki zu elektronischer Musik? Dazu muss man sagen, dass Friedrich Gauwerki ein Interpret ist, der sich der Cellomusik des 20. Jahrhunderts verschrieben hat und da eben auch den Bezug zur Elektronik, ja, kann man sagen, geradezu sucht. So sind die beiden ersten Werke in diesem Konzert, der Orchesterfinalist von Karl-Heinz Stockhausen und Interview von Hans Siestermanns, für Friedrich Gauwerki geschrieben worden. Das Stück von Siestermanns ist da etwas ganz Besonderes. Das entstand während einer Probe von Siestermanns und Gauwerki, wo Siestermanns ein Aufnahmegerät hat mitlaufen lassen und die ganzen Probengespräche dazu verwendet hat, eine Art Soundtrack zu gestalten, der als Zuspielung bei diesem Stück fungiert. Die Musik basiert, das sind ja richtige Kompositionen, also Ton für Ton Komposition. Es basiert wenig auf Improvisation. Wie wichtig war trotzdem, sage ich mal, die gemeinsame Wellenlänge, um zusammen das aufzuführen? Nun, das sind mehrere Wellenlängen, die da zum Tragen kommen. Einmal ist natürlich, dass es persönlich stimmen muss zwischen dem, der den Instrumentalpart spielt, und demjenigen, der die Elektronik gestaltet. Und zum anderen ist es eben auch ein technischer Aspekt. Die Art der Elektronik, die hier verwendet wird, besteht aus fertigen Programmen, die in einer speziellen, für Musiker recht zugänglichen Programmiersprache verfasst sind, nämlich einer grafischen Programmiersprache. Diese Programme werden von den Komponisten und der Komponistin, wir haben ja auch zwei Werke von einer Frau im Programm, Kaija Saariaho, eine finnische Komponistin. Hier ist die Gestaltung der Elektronik vorgegeben durch diese Form von Programmen. Diese Programme muss derjenige, der die Elektronik gestaltet, erstens verstehen, dann zu bedienen verstehen. Und er muss auch verstehen, den Klang des Cellos, der ja während des Spiels live verändert wird, so zu verändern, dass es zum akustischen Spiel passt. Das heißt, derjenige, der die elektronisch gestaltet, muss so also ein feines Ohr für das Spiel des Cellos haben und das, was dann elektronisch aus den Lautsprechern dazu klingt. Das ist in einigen Stücken etwas einfacher, in anderen Stücken etwas
komplexer angelegt. Die Musikelektronik ist ja häufig sehr obertonreich angelegt. Wie schafft ihr das, die Frequenzspektren der unterschiedlichen Instrumente zu trennen? Also wie setzt sich das Cello überhaupt im Klang mit der Elektronik durch? Ich glaube, dass das Cello eines der wenigen Instrumente ist, das geradezu prädestiniert ist, um mit der Elektronik zusammenzuarbeiten. Nun muss man sich das so vorstellen, dass die elektronischen Klänge, die dazu gespielt werden, sind ja zwei Stücke mit oder drei Stücke mit Zuspielmusik. Bei zwei Stücken Stockhausen und Siestermanns ist es nur Zuspielmusik. Bei dem Stück von Maiguaschka wird zu der Zuspielmusik auch noch das Cello klanglich verändert. Nun ist diese Zuspielmusik so komponiert und so gestaltet, dass sie sich auf den Klang des Cellos natürlich bezieht. Hinzu kommt, dass durch die Live-Veränderungen durch die Elektronik der Klang des Cellos wiederum so verändert wird, dass er sich den zugespielten Klängen anpasst. Insofern, und das wollen wir bei der Aufführung denn auch erreichen, sollten das live gespielte Cello mit seinem akustischen Klang und der veränderte Klang des Cellos, der aus den Lautsprechern kommt, eine klangliche Einheit bilden. Und das ist, denke ich, die große Kunst, das in einem solchen Konzert hinzubekommen. Das heißt, du bedienst sozusagen auch das Cello, indem du die Töne klanglich veränderst, live. Ja, es ist so vorgesehen, das Cello wird über ein Mikrofon abgenommen und im Computer durch diese speziellen Programme wird dann der Klang des Cellos verändert. Das geschieht auf mehrfache Weise. Einmal, dass die Wiedergabe des Cello-Klangs durch die Lautsprecher verzögert wird, also mit einem Echo versehen wird. Das ist eine Veränderung. Die andere Veränderung ist, dass ein Hall hinzugefügt wird. Und die dritte Veränderung, und das ist die wichtigste Veränderung, ist, dass die Tonstruktur des Cellos verändert wird, indem der Tonbereich des Cellos um sogenannte Mikrointervalle, das sind diejenigen Intervalle, die kleiner sind als ein Halbton, verändert wird, sodass sich auch das gesamte Klangspektrum des Cellos verändert. Und die Dosierung, wie viel Echo, wie viel Hall, wie viel intervallische Veränderungen, man nennt das Harmonizer in der Fachsprache, das muss ich gemäß der Partitur mit Reglern selbst steuern. Ich bin also quasi in das Spiel mit eingebunden, habe genauso wie der Cellist auch meine Vorschriften in der Partitur, wann ich welchen Effekt wie zu steuern habe und die Veränderungen so zu steuern habe, die sich dann auf den klanglichen Effekt des Cellos auswirken. Das heißt, auch diese klanglichen Veränderungen und Nuancen sind vorgegeben sozusagen von der Komposition her, ne? Sie sind vorgegeben von der Komposition, sie sind zum Teil restriktiv vorgegeben. Es gibt aber in der Gestaltung des elektronischen Parts auch Möglichkeiten des Freiheitsgrades, dass ich zwischen einem minimalen und einem maximalen Parameter über eine gewisse Strecke frei entscheiden kann, welche Stärke ich wähle. Da ist eben dann mein Ohr gefordert, indem ich höre, was kommt aus den Lautsprechern, passt das zu dem Cello-Klang. Dafür sind eben dann die Proben im Vorfeld wichtig, um da eine angemessene Balance zu finden. Und diese Zuspielmusik, basiert die auf Samples oder wird die über einen Synthesizer, über verschiedene Controller eingespielt?
Die Zuspielmusik ist von den Komponisten vorgegeben, werden als Audiodateien mitgeliefert und ich muss sie eigentlich nur starten und stoppen. Die Musik basiert in einem Stück auf Samples, das ist bei dem Siestermans-Interview der Fall. Bei allen anderen Kompositionen sind es Synthesizer-Klänge und bei Stockhausen auch Naturklänge, wie zum Beispiel Wassergeplätscher, Vogelstimmen und so weiter. Interessant bei dem letzten Stück, Pre von Kaya Sarriahu, ist es interessant, dass der Cellist die Wiedergabe der einzelnen Audio-Samples mit einem Pedal steuert. Er muss synchron zu seiner Cello-Stimme über das circa 20-minütige Stück ungefähr 70 Samples dazu abspielen, die in ganz bestimmter Weise auf den Klang des Cellos zugeschnitten sind. Für viele, die jetzt nicht so vertraut mit moderner Musik sind, ist das ja irgendwie auch immer das Gefühl, da man muss sich erstmal mit der Musik auseinandersetzen und versuchen, das zu verstehen, bevor man überhaupt das aufnehmen kann. Mit welcher Haltung sollte auch Publikum gewonnen werden, das sonst nicht so vertraut ist mit elektronischer oder klassischer elektronischer Musik. Mit welcher Haltung sollte das Publikum da reingehen und das aufnehmen? Mit einer Erwartungshaltung, die nicht an der Musik des 19. Jahrhunderts hängt. Am besten, man geht völlig unvoreingenommen in ein solches Konzert und lässt sich überraschen, was da passiert. In dem Moment, wenn man mit Hörerwartungen in ein Konzert geht, können Hörerwartungen auch enttäuscht werden und das wäre schade. Geht man mit der Erwartung hinein, ich bin gespannt, was heute Abend passiert, ich bin gespannt, was ich heute Abend zu hören bekomme, sicherlich werden das auch ungewöhnliche Klänge sein, auch Klänge sein, die ich überhaupt noch nicht gehört habe, dann hat man, glaube ich, die meiste Freude an diesem Konzert. Die Werke sind klangintensiv, sie sind wunderschön, sie sind natürlich nicht harmonisch in dem Sinne, wie ich einen Beethoven oder einen Wagner höre. Es ist eben Musik des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Aber die klangliche Vielfalt ist das Wesen eines solchen Konzertes. Und wenn man mal den Begriff Live-Elektronik etwas weiter fasst, dann möchte ich an einen, ja, in Anführungszeichen Komponisten erinnern, der Live-Elektronik eigentlich für alle populär und berühmt gemacht hat. Das war Jimi Hendrix mit seiner E-Gitarre. Was er über die Elektronik aus seiner E-Gitarre herausgeholt hat, das war im Bereich der Rock-Pop-Musik für das 20. Jahrhundert absolut stilbildend. Das war Live-Elektronik. Während er seine Gitarre gespielt hat, wurde durch die Elektronik der Klang verändert. Und im Grunde machen wir eigentlich nichts anderes. Wir nehmen anstatt der Gitarre ein Cello, stellen ein Mikrofon davor und dann wird das Cello klanglich verändert, klanglich abgewandelt. Das klingt natürlich dann nicht so wie bei Jimi Hendrix und seiner Gitarre, das klingt dann schon etwas anders, weil die Musik auch eine andere ist, aber das Prinzip ist im Grunde dasselbe. Mit einer Erwartungshaltung hineingehen, sich auf Neues einlassen, sich auf neue Hörgewohnheiten einlassen, das ist, glaube ich, das Beste, wie man in ein solches Konzert hineingeht. Welche Rolle spielt dabei der Raum? Ihr habt euch ja eine Kirche ausgesucht. Der Raum spielt, egal
welche Musik ich aufführe, immer eine sehr große Rolle. Nun haben wir mit der Christianskirche das ganz besondere Glück, dass diese Kirche eine wunderbare Akustik hat. Es ist eigentlich ganz egal, welche Musik man in dieser Kirche aufführt. Ob eine einzelne Sängerin vorne steht und solistisch singt, ob der Flügel erklingt, ob ein ganzes Ensemble darin erklingt, ob man elektronische Musik macht, ob man E-Gitarre spielt. Der Raum klingt einfach fantastisch. Und er klingt noch besser, wenn er mit Publikum gefüllt ist. Deswegen hoffen wir auch auf zahlreiche Gäste am 23. Januar. Die Kirche ist wirklich einzigartig in der Akustik. Sie hat kaum einen nennenswerten Nachhall, ist aber auch nicht zu trocken, sodass der Klang präzise und transparent rüberkommt. Und das zeichnet sie eigentlich für jede Art von Musik aus. Bei schwer zugänglicher Musik hilft ja häufig auch das Live-Erlebnis, dass man die Musiker bei der Arbeit, ist falsch gesagt in dem Zusammenhang, dass man eigentlich sich als Teil dessen fühlt, was da gerade entsteht. Spielt das bei euch auch eine große Rolle? Ja, das spielt, glaube ich, bei jedem Musiker eine große Rolle. Und ich denke, bei der Arbeit zusehen ist schon richtig formuliert. Ich glaube, Musikausübung ist etwas, wo man als Zuhörer, als Zuschauer in dem Fall dann auch, den Musikern immer bei ihrer Arbeit zuschaut. Es ist Arbeit für uns, wenn wir da 70 Minuten sitzen und die Stücke interpretieren. Und natürlich ist es für jeden Musiker wichtig, dass ein Publikum da ist. Nichts ist schlimmer, wenn man vor einem halbleeren oder leeren Saal spielen muss und diese Interaktion zwischen dem Interpreten und dem Publikum nicht aufgebaut wird. Und da ist es egal, welche Musik wir machen. Diese Interaktion findet immer statt, die ist spürbar für uns, die wir da vorne sitzen. Gerade heute, wo wir ja die meiste Musik über elektronische Medien rezipieren, ist natürlich ein solches Live-Erlebnis unersetzlich. Und das gilt für beide Seiten, sowohl für die Interpreten als auch für das Publikum. Wird es danach irgendwie davon dem Konzert einen Mitschnitt geben? Das ist eine sehr schwierige Frage. Es werden von den Konzerten werden immer Mitschnitte angefertigt, die sind aber rein für das Archiv und für die Mitwirkenden gedacht. Das ist auch eine rechtliche Frage, ob man die Werke jetzt aufnehmen und verbreiten kann. Also diese Frage muss ich eher mit Nein beantworten. Was aber eine schöne Eigenart ist bei den Konzerten in der Christianskirche, dass es danach in der Kirche ein Zusammensein von Publikum und Aufführenden gibt, bei einem Glas Wein, bei ein bisschen Brot, Oliven und Käse, wo man in ungezwungener Atmosphäre über seine Höreindrücke mit den Musikern reden kann, über das Konzert reden kann, über die Stücke nachfragen kann, wo man also hier einen lebendigen Austausch vor Ort hat und so auch weitere Informationen über die Stücke erhalten kann und auch die Ausführenden näher kennenlernen kann. Das ist ein schöner Brauch in der Kirche, der sich über die Jahre hinweg auch fest etabliert hat und so ein Konzert immer zu einem wunderschönen Abschluss bringt. Ich danke für das Gespräch. Ich danke ebenfalls.